Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich nehme euch wieder mit durch den Alltag und heute starten wir auch wieder mit meiner Schwiegermama. Die sind jetzt noch die letzten Tage hier, bevor es wieder zurückgeht nach Hause in die Türkei. Und das nutzen wir natürlich aus, indem wir heute wieder was Teigiges machen. Und zwar ein Teig für Katmer. Katmer ist ein ja, etwas fettiger Teig, der so ein bisschen blättrig ist, fast wie so ein Blätterteig. Aber das isst man traditionell gerne zum Frühstück oder zum Abendessen. Den kann man auch befüllen. Wenn man das Fett bzw. die Butter weglässt, kann man auch so eine Art Fladen auch machen. Lavash oluyor ya da başka? Yufka. Also Yufka-Teig. Also es ist generell eigentlich so ein Teig, mit dem man sehr, sehr viel machen kann. Ne, börek de yapılıyor. Ja, damit kann man auf jeden Fall sehr, sehr viele türkische Teigwaren machen, nennen wir es mal so. Also wir machen das jetzt gemeinsam. Ihr hattet es ja auch schon in dem Video gesehen, wo wir den Lahmacun, also die türkische Pizza gemacht haben. Dass wir ja diesen Saç-Ofen geholt haben, so nennt sich das, also dieser eine Ofen. Und dafür ist er nämlich perfekt geeignet, eben um solche Teigfladen zu machen. Ihr könnt aber auch natürlich den Backofen benutzen. So, wir brauchen wieder ganz wenig Zutaten, einfach nur Mehl, Salz, Wasser und ganz wenig Hefe. Und wir machen jetzt erstmal den Teig und wir kneten wieder das Ganze mit den Händen. Wir können natürlich die Maschine benutzen. Hier ist ja wieder mal Augenmaß angesagt, ne? Aber eine von euch hatte das sehr schön reingeschrieben, die eine Backlehre gemacht hat. Und zwar war das irgendwie so eine, gibt es so eine Berechnung, ne? Dass man auf 1 Kilogramm Mehl so und so viel Prozent Flüssigkeit draufkommt. Da gibt es so eine Regel. Könnt ihr bestimmt googeln. Gibt es sowas, ne? Ja. Aber wir machen das jetzt mit der Hand. Also, let's go. Also, mal 2 Kilo. Şimdi tuzunu koyalım. Bir kaşık. Koy. Az derken ha? Ha. Şöyle ha, tamam. Buraya koy sen. Şimdi suyu dök buraya. Hefe, also ist jetzt auf 2 Kilo Mehl ungefähr 20 Gramm Hefe. Bismillahirrahmanirrahim. Yok. Dök, 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 dök. Tamam, dur bakalım şimdi. Teigkneten ist eigentlich gut. Ich merke, das geht auch auf die Bauchmuskeln. Ich habe nämlich noch Bauchmuskelkater. Seine Muskeln niye yiyor şimdi? Muskelleri iyi geliyor. Evet. Yo diyorum, karnım daha ağrıyor. En son şey yaptım, sporu. Evet. Şimdi yani böyle yaparım karnına da gidiyor yani. Evet. İyi bir spor yani. Yuvarlak mı yapayım? So, jetzt lassen wir die Teiglinge mal kurz ruhen. So, der Teig wird jetzt ausgerollt. Çok ince, değil mi? Çok ince. Ah, das ist hier das Schwere. İşte sen yap şimdi ilk şeyini sen yap, ben bir bakayım und sonra ben de deneyeyim. Tamam. Das ist nämlich das, was ich noch nicht so kann, ist so Teig richtig schön dünn ausrollen. Bir bakayım önce. Ondan sonra ben de deneyeceğim. Sen yaparsın. Das funktioniert immer am besten mit diesem dünnen Stab. Das nennt sich Oklava. Oklava? Oklava? Oklava, Oklava. Oklava. Hm. Eine schöne. Ja, das ist nämlich die Technik. Das habe ich noch nicht so oft gemacht. Diese Art, das Ganze auszurollen. Hm.
içine yağını yağlıyor. Fırçayla. Wir haben jetzt hier einmal Butter mit etwas Pflanzenöl geschmolzen, also hauptsächlich mehr Butter. Und jetzt kommt das hier auf den sehr dünn ausgerollten Teig. Jetzt ist mein Stab nicht ganz so lang, deswegen hatte meine Schwiegermama ein bisschen Schwierigkeiten. So, ja, ne, nasse. Schöne damla damla mojak. Jetzt machen wir so einfach so eine Spritzer mit dem Butter-Öl-Gemisch. Şöyle. Yeter. Yeter mi o kadar? Yeter. Ha, komple kaç şöyle. Şöyle yapalım mı? Gerek şimdi yok mu? Şimdi ben yapacağım. Dikkat sorun sen. Aa, dur sen. Ha, sen böyle yapacaksın teknik. Sürme süre bir. Şöyle. Yok, o da çok olmaz. Yani içtekini tek bir daha ya koyduk. Also einmal innen noch mal ein bisschen Butter, außen jetzt nichts mehr. Und so ist der erste Teigfladen fertig. Şimdi mesela istersen beyaz peynir de koyabilirsin. O zaman yağ koymayacaksın, değil mi? Yağ dokunacaksın. He, ya. Also man kann das Ganze auch mit zum Beispiel Feta-Käse, Schafskäse befüllen, wenn man mag. Auch mit dann ein bisschen Butter und Feta-Käse. Auch sehr lecker. In der Zwischenzeit habe ich auch noch Brote gebacken. Zwei Brote. Einmal einen Weizenroggen und einen Weizendinkel. Die zwei Brote backe ich jetzt die ganze Zeit ganz oft, weil die mag jeder. Die sind auch einfach und schnell gebacken. Immer mit der 24-Stunden Teigruhe. Zwei Brote fertig. Dieser Satch, dieser Ofen. Ihr könnt das aber auch im Backofen machen, am besten auf so eine heiße Platte. Mach mal das da zur Seite, dann können zwei nämlich rauf, genau. Hier eins und eins passt noch hier rauf. Ja, zwei gleichzeitig machen. Zwei Bälle. Öyle iyi mi ana? İyi iyi. İyi iyi. Yağlı taraf aşağıya. Sen anneciğim otur bana bak. Şimdi ben bir hamuru açayım bakalım. Wir haben jetzt gerade eben eins noch mit Feta-Käse gemacht, damit ihr mal seht. Auch sehr lecker. So, erstmal mache ich mit diesem etwas dickeren Stab. Erstmal grob ausrollen. Ay heyecanlanıyorum şimdi bakıyorsun ellerime. Şimdi? Az un atana yapıştırın. Hemen mi şey yapıyorsun? Kavuğun kenarına şey de düz şey olsun yuvarlak. Şöyle? He. Polnische Gelin nicht gut der Teig Dings. Ja, polnische Dings kann da nicht so gut Teig ausrollen. So, schöne. Guck, das mache ich zum ersten Mal so.
anne. Yapamıyorum. Basa yamuk oldu. Bu ne? Şuradan mı alayım şimdi? Das ist voll schwer. Öğren de bak, şiver değil. Şiver değil. Öyle sede sede sar. Daha buraya gel ki aşağı düşmesin. Nicht das Schönste, aber fürs erste Mal idare der, değil mi? Tabi tabi iyi. Hop. Onu çekiyor. So sieht das Ganze jetzt aus. So ist das Ganze in. Hier haben wir jetzt eins mit Käse. Und ihr seht, wenn ihr es seht. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Selbstreinigung starten. Ich dachte, ich gebe euch mal noch ein Feedback zum Machsauger. Und zwar habe ich den schon seit über 8 Monaten. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich habe ein ganzes Video dazu gemacht. Verlinke ich euch gerne nochmal in die Infobox. Könnt ihr nochmal schauen. Da war es wirklich auspacken, die Erstanwendung, meine ja, ersten Eindrücke davon. Falls ihr das sehen wollt, ist der Link in der Videobeschreibung. Aber ich denke, es ist immer ganz gut, nochmal nach ein paar Monaten, nach mindestens einem halben Jahr nochmal so ein Feedback zu geben, weil ich denke, dann weiß man es am besten, wie gut man ein Gerät findet. Und ja, ich habe das große Glück, dass ich für euch mehrere Sachen testen darf. Ich habe eben halt auch mehrere Geräte. Und deswegen, ja, dachte ich, ich zeige ihn euch noch einmal. Und ich muss sagen, dass das wirklich ein Gerät ist, das mir den Alltag sehr stark erleichtert. Und zwar benutze ich den Mach ungefähr einmal die Woche, um die ganzen Böden zu wischen. Und hier ist einfach der größte und beste Vorteil der, dass ihr saugt und gleichzeitig wischt. Also ihr kennt bestimmt das Ganze, wenn man den Boden wischen möchte, muss man vorher einfach nochmal saugen, weil sonst verschmiert man den ganzen Staub und Haare nur in der Gegend rum. Und das ist das Tolle daran, dass ihr einmal ganz normal könnt ihr die Wohnung saugen, die Teppiche und so weiter. Oder ihr saugt und wischt eben gleichzeitig und ihr habt die Dampffunktion. Mit der Dampffunktion könnt ihr einfach ohne Reinigungsmittel, ohne Chemie die Böden desinfizieren und reinigen. Und im Anschluss reinigt sich das Gerät ganz von alleine und trocknet auch die Reinigungsbürste. Ich finde einfach, dass die Reinigung super schön wird von den Böden, weil einfach diese Rolle sich rollt und saugt und wie gesagt wäscht und dämpft und so weiter. Finde ich das Ergebnis vom Reinigen sehr, sehr gut. Was ideal ist, ist, es passieren immer mal irgendwelche Unfälle in der Küche oder am Esstisch. Die Kinder kippen mal was um oder auch den Katzen passiert mal Malheur und sie kotzen mal oder sowas. Dann ist das einfach so toll, dass man den Mach hat und damit einfach alles aufsaugen und direkt wischen und reinigen tut. Und wenn man möchte, eben auch noch direkt desinfiziert. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Wie gesagt, ich finde da einfach im Alltag die zeitliche Ersparnis einfach riesig. Einfach die Hälfte der Zeit gespart, weil man nicht vorher saugen muss. Den Behälter dann einfach auskippen, ausspülen und das war's. Also man hat hier keine Arbeit.
Man muss nicht seine Hände schmutzig machen, also besser geht's gar nicht. Ich bin also immer noch super, super zufrieden mit dem Mach und werde den weiter im Alltag benutzen, weil er mir den Alltag einfach erleichtert. Schaut gerne in die Infobox, ich habe ihn euch verlinkt. Ich finde, der Mach ist auch ein ganz, ganz tolles Geschenk, zum Beispiel zum Auszug oder als Mitgift für eure Töchter, für eure Mütter oder auch als Weihnachtsgeschenk. Ich denke, jeder würde sich über dieses Gerät freuen. Ich habe es euch verlinkt, schaut dafür gerne in die Infobox vorbei. Dort findet ihr den Link und falls ihr noch Fragen habt, dann stellt sie sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wir fahren jetzt mit Malik Musa zum Friseur und zwar hat er einen Termin gemacht, da waren wir noch nicht, auf jeden Fall soll er gut Haare schneiden, denn Malik Musa will ein Makeover. Mal was anderes. Seit wie vielen Jahren hast du jetzt diese Frisur? Seit du bestimmt 6, 7 bist oder so? Nein, nicht? Doch. Nein, schon 10 lange. Oder so. 10, Mann. Ja. Meinst du? Ich finde länger. Irgendwie, ich kenne Malik Musa immer mit diesen Haaren, mit denen. Mal länger, mal kürzer, aber das ist so eigentlich Malik Musas Frisur. Aber gut, ist ja auch mal was, ne? Er will jetzt einen ganz anderen Haarschnitt, Haarstil. Deswegen machen wir mal jetzt mal einen kleinen Makeover und dann werden wir mal sehen, wie du danach aussiehst, ne? Bitte eine Drehung kurz. Bin ich mal gespannt. Genau, mal rein vorher. Vorher und dann sehen wir uns beim Friseur wieder. Na gucken, da bin ich jetzt mal gespannt auf dein Umstyling. Wow, gut aus. Dreh ich mal um. Was sagst du? Sehr schön, ja. So, heute ist der letzte Tag, dass meine Schwiegereltern hier sind. Morgen fliegen sie wieder zurück in die Türkei. Deswegen nutzen wir heute nochmal den Tag, dass Schwiegermama noch die liebste Süßspeise ihres Sohnes macht. Und zwar Nokul. Nokul ist auch sehr bekannt, meistens eher im Schwarzmeer. Dime Karadeniz da çok Nokul biliyorlar. Dime herkes böyle Nokul bilmiyor, değil mi? Türkiye'de herkes biliyor. Biliyor mu herkes? Ha, doch, okay, kennt man so. Aber es wird öfters anders gemacht. Also ich habe schon von vielen Nokul gegessen. Es ist halt so ein Hefeteiggebäck, kann man sagen. Aber meine Schwiegermama macht es eher so, dass es wie so Kekse sind, fast schon eher. Manche machen es wirklich, dass es wie so ein Hefegebäck ist. Bisschen so eine Art, fast wie so Zimtschnecken. Das machen wir heute. Also das wird ein Hefeteig gemacht. Der wird aber halt super, super wieder dünn ausgerollt. Ne? Ich muss heute wieder mal gucken und ein bisschen lernen, dass ich das hinkriege irgendwann. Mit dem dünn ausrollen, mit diesem Stab. Und dann wird das Ganze einfach nur gefüllt mit Nüssen und Rosinen. Das ist die Hauptzutat, natürlich Zucker. Ein bisschen Butter kommt mit rein. Und das war's. Also eigentlich fast so eine Art wie Schnecken, kann man sagen. Wie gesagt, ihre Art ist es, die sehr, sehr dünn. Dann ist es fast wie so Blätterteigmäßig. Also wie gesagt, da gibt es sehr, sehr Unterschiede, wie das so jeder handhabt. Aber wir machen das so heute, wie Schwiegermama das macht. Und dafür haben wir hier einmal Walnüsse und Haselnüsse. Sie nimmt von beides. Könnte aber auch entscheiden. Yani mecbur mu ikisi olması lazım? Yani hem ceviz hem şey. Ja, ayrı da olabilir. Ja, also könnt auch nur Haselnüsse nehmen oder nur Walnüsse. Wir haben jetzt hier Haselnüsse und Walnüsse. Die machen wir jetzt erstmal klein. Wir hatten hier jetzt die geschält. Und jetzt machen wir die klein, aber nicht zu klein. Sollen grob sein. Und wir machen den Hefeteig. Hamuru ne geliyor? Normal un. Un. Su. İki kaşık yoğurt. Ah, okay. Und dann also biraz Sirke. Sirke, ha, okay. Also in den Teig kommt Maya da geliyor. Katır, also katır olmaz. Normales Weizenmehl, Wasser, etwas Hefe und Joghurt kommt in den Teig rein und etwas Essig. Amanca. Arkasından da mafra böreği yapacağız. Ah, ay, illaki annene yoracaksın yani. Ne diye? Bafra böreği. Bafra böreği de yapacağız arkanda diyor.
Sus hikmet. Anne ne oldu? Dondu kaldı. Ah. Ya, wenn es nach meinem Mann gehen würde, dann müsste Mutter jetzt... Ich denke nur an die Zuschauer, ja? Nee, du denkst nur an deinen Mann, nur an dein Bäuchlein, denkst du. Nein, die Zuschauer sollen das sehen. Ja. Nee, ist denn so, als ich so. Aber ohne yaptım ben bir sefer, onu becerebiliyorum. Erbgut. Ja. Was man erhalten muss, was die Zuschauer sollen das erfahren. Okay. Yok yok, iyi. İyi. Çok ince değil mi? Yok yok. Şimdi biraz daha büyük yapayım mı? Biraz daha. Şöyle bak, daha büyük. Ha, o iyi işte, iyi işte. O. Böyle mi iyi? Evet. Wir haben jetzt die Nüsse. Die Walnüsse und Haselnüsse grob zerkleinert, also so, seht ihr so, ungefähr. Und jetzt kommt Zucker rein. Hier ist alles wieder Augenmaß, ne? So, ben döküyorum, sen bak. Ja. Mit Zucker, ich habe jetzt hier Rohrohrzucker. So, mischen wir das Ganze. So, okay, das kann jetzt zur Seite und wir machen jetzt den Teig. Wir haben jetzt hier 1,5 Kilogramm Mehl, 1 Teelöffel Salz und circa nicht mal 10 Gramm Hefe, also ein bisschen so ein Stückchen. 1 Esslöffel Essig, ich habe jetzt hier Apfelessig und Joghurt. 2 Esslöffel ungefähr. Ach, jeder. So muss es. So. Böyle. Bakalım. Man sagt immer, der Teig muss so weich werden wie das Ohrläppchen. Der Teig muss sich wie das Ohrläppchen anfühlen. Anderthalb Kilo Mehl waren für die KitchenAid doch zu viel. Das war sogar mehr als 1,5 Kilogramm. Deswegen habe ich jetzt noch mal mit der Hand geknetet. Da passt wirklich nur 1 Kilo Mehl rein in die Küchenmaschine. Wenn man mehr machen will, dann hätte man auch 2 Mal machen können. So. Wenn ich die Küche. Jetzt lassen wir den Teig mal ein bisschen ausruhen. So, wir haben jetzt den Teig portioniert. Jetzt machen wir wieder runde Stücke. Hey, Geliola. Papier koyayım mı? Evet, papier koy. So, jetzt wird der Teig wieder richtig schön dünn ausgerollt. Das ist wieder das Ding. Ich mache parallel, schmelze ich gerade ein bisschen Butter. Ein Backblech mit Backpapier habe ich vorbereitet. Waschka, paar Üsüm. Üsüm und Buttersatte. Jetzt, Schindig. Schalim, ja. Tja, ja. Jeder. Also Butter. So, also erstmal ein bisschen Zucker. Und jetzt die Nüsse bzw. die Nusszuckermischung nochmal. Ja, bin an der Tür. Ah.
stimmig natürlich. Mhm. Rosinen, die sind auch aus der Türkei. Die haben wir mal mitgebracht. Und dann Kapatius. Ohne die. Ja. Ja, eine Rolle, eine schöne Rolle. Bitte, aber Käse. Jetzt wird das Ganze zurechtgeschnitten. Gute Tipps hier sind. Dann kommt das Ganze auch rein. Backblech, koy memen. Ha, koy koy. Nasıl böyle birbirine yapışmasın mı? Yapışsın. Yapışsın mı? Evet, evet. Böyle mi? O kapatayım mı yoksa böyle kalabilir mi? Böyle kalacak, kalacak. Ich bereite schon den Teig so ein bisschen für meine Schwiegermama vor. Schon mal so das Grobe. Ich kann das noch nicht so gut ausrollen, wie sie das macht, so hauchdünn. Ich muss das halt so ein bisschen üben, aber das ist jetzt gerade ganz praktisch, dass ich das so ein bisschen schon mal vorarbeite für sie. Und so dann auch ein bisschen schon mal lerne. So geht's jetzt auch gerade ein bisschen schneller. Tamam, so. So. Wir haben jetzt ein Blech fertig und ihr seht, die sind wirklich klein. Also die sind bei meiner Schwiegermama eher wie so ein Gebäck. Aber es gibt andere, die machen die wirklich so ein bisschen dicker, fluffiger. Dann ist es, wie ich gesagt habe, so ein bisschen wie Zimtschnecken. Aber die sind mehr so, dass die am Ende ein bisschen eher so wie Kekse sind. Immer, kann man sagen. Also das ist ihr Eigelb mit ein bisschen Pflanzenöl. Und jetzt kommt das Ganze in den Backofen. Ich habe jetzt den Ofen auf 180 Grad und dann kaçta dakika sürecek anne ungefähr? Ja, werden wir sehen, bis es halt goldbraun ist. Wir haben jetzt insgesamt 3 Bleche. Ich mache jetzt den letzten Teig. Ich habe so ein bisschen schon geübt, sage ich jetzt mal. Also ich finde, das ist ein sehr einfaches Rezept. Ich finde da jetzt nicht so wirklich so schwierig. Das Einzige ist halt eben, man braucht ein bisschen diese Übung, diesen Teig so dünn auszurollen. Ne? Also deswegen mache ich jetzt nochmal hier den letzten Teig. Ich habe jetzt meiner Schwiegermama zugeguckt. Ich habe so vorgerollt schon den Teig und dann hatte ich jetzt schon eine Runde gemacht, wo sie dabei zugeguckt hat. Und mir noch Anweisungen gegeben hat, wie ich es richtig machen soll. Und jetzt mache ich den letzten, um euch einmal auch nochmal genauer zu zeigen, wie nochmal alles reinkommt und so. Ich glaube, das habe ich euch nicht so schön gezeigt. Ansonsten werde ich das auf jeden Fall nochmal in Ruhe nachmachen und dabei schön mir Zeit lassen, ohne Stress. Und nochmal üben, den Teig eben so schön auszurollen. Und ich werde mir auch nochmal einen anderen Stab besorgen, der nochmal ein bisschen länger ist. Aber an sich finde ich das gar nicht so schwer. Ich zeige euch gleich, wir haben ja ein Blech ist schon fertig gebacken. Die sind sehr schön klein und kross geworden. So.
Das ist halt einfach so eine Übungssache, dass man das so ein bisschen lernt und im Gefühl hat, diesen Teig mit diesem Stab auszurollen. Ich habe schon zu gesagt, Meryem kannte das bestimmt richtig gut. Sie hat ja so, sie ist ja so, auf Türkisch gibt es da so ein gutes Wort dafür, auf Deutsch ist es handbegabt. Die Ladawan, gibt es ein Wort dafür auf Deutsch? Also so, wenn man so handbegabt ist, also ja, was man so mit den Händen so... Ich bin da eher so, ich bin so ein tollpatschiger Mensch mehr. Aber guck mal, es geht doch. Es ist, wie gesagt, so ein bisschen Übungssache. Man muss es ein paar Mal machen und dann geht's eigentlich. Back, die Lara? Ja, ja. Back, Olio. So, also ihr seht, der Teig ist so hauchdünn, dass man direkt durchgucken kann. So, das reicht jetzt. Jetzt ein bisschen von dem Zucker. Dann die Nüsse. Und meine Schwiegermama hat auch ein sehr gutes Augenmaß. Wir haben genau richtig viele Nüsse gemahlen für den Teig passend. Die Rosinen, so, das war jetzt immer so eine gute Handvoll. Eher so auf dem unteren Rand verteilen, weil die rutschen ja beim Einrollen auch nach oben. Dann hat sie die Seiten so ein bisschen hier unten eingeklappt. So ein ganz wenig. Und schon wieder zu viel. So. Und dann schön eng fest einrollen. Dabei auch so ein bisschen den Teig ein bisschen in die Länge ziehen. Mhm. Ein bisschen die Enden so ein bisschen hier festkleben. Und dann so ein bisschen, wie hat sie das gemacht? Ein bisschen noch so ganz leicht zwirbeln. Dass es auch so schön fest ist alles. Und dann werden die geschnitten. Ja, gut. Und aufs Blech verteilt. Ja, Baba mal groß. Deswegen habe ich die jetzt ein bisschen größer gemacht. So. Dann aufs Blech. Die können auch ruhig hier schön fest. Ja, ne, nächstes Mal traue ich mich, die alleine zu machen. Dauert dann wahrscheinlich doppelt so lange, aber... Ne, ich würde nicht so ein Kilo Mehl machen. Ne, zwei Tepsi sozusagen. Die ersten zwei Bleche sind fertig. Also wie ich euch schon gesagt habe, das ist die Art, wie meine Schwiegermama sie macht, wie mein Mann die am liebsten gerne mag. Super schön knusprig, also eher wie so eine Art Keks. Aber ich mag es persönlich auch von anderen, denen ich gegessen habe, die es so ein bisschen dicker gemacht haben, fluffiger, so ein bisschen wie Zimtschnecken oder Zimtrollen. Ne? So ein bisschen eher so diese Art wie diese von Ikea, ne? Diese, die so, ne? Genau, aber so sind die richtig schön knusprig. Ich mag das sehr gerne, weil es halt so ein Trockengebäck ist. Es ist auch mehrere Tage. Wie lange ist es haltbar? Locker mehr als eine Woche, ne? Also es ist schon wirklich auch lange haltbar. Und das einfach zum türkischen Tee genießen.
Ich mag ja zum Beispiel persönlich keine Rosinen, ich bin nicht der Rosinenfan, aber hier drinnen liebe ich sie, weil, also in so trockenen Sachen. Ich mag nicht, wenn die so glibbrig sind, aber hier, dadurch, dass es so ein trockenes Gebäck ist mit den Nüssen und dann, wenn man auf so eine Rosine, süße Rosine beißt, ist das besonders lecker. Bisschen gelernt, den Teig auszurollen, dünn. Und jetzt kann ich mich auch trauen an ein paar Rezepte. Und das werde ich auf jeden Fall, ist ja schon wieder bald ein Ramadan bei uns, ne? Dimmer, mach da gerade. Ja. Ja, bald ist ja schon wieder die Ramadan-Zeit, ich kann es gar nicht glauben. Und dann kommt Bayram und so weiter, Feiertag. Und ich denke, das werde ich auf jeden Fall auch dann nochmal machen und so weiter. Und dann nehme ich euch gerne nochmal mit. Ich werde das, wie gesagt, selber auch nochmal machen, das Rezept, so dass ich da vielleicht nochmal genauere Mengenangaben und zu euch geben kann. Hier war es ja wieder so ein bisschen Augenmaße, 1,5 Kilo Mehl und dann 1 Teelöffel Salz und so. Und aber ich weiß nicht, wie viel Wasser wir gegeben haben. Deswegen... Ich werde das euch auf jeden Fall nochmal nachmachen und euch dann nochmal ein genaueres Rezept geben. So. Grüß Familie! Jetzt wird gekocht!